Okay, noch einmal zu dem Closest World Konzept. Also, wir hatten gesagt, Kausalität zwischen zwei Sachen besteht dann, wenn die eine Sache die andere zeitlich vorhergeht. Und zweitens, wenn ich alles andere festhalte, eine stochastische Abhängigkeit zwischen den beiden besteht. Und dieses alles andere Festhalten, das erzeugt nochmal ein konzeptuelles und dann auch ein praktisches Problem. Also dieses Känguru-Beispiel hier von David Lewis ist wo er das versucht hat klarzumachen, wo das Problem ist hier. Sagen wir also, der Schwanz des Kängurus verursacht, dass das Känguru nicht umfällt. Um das zu überprüfen, auch rein gedanklich, jetzt mal von der Praxis noch ganz abgesehen, müssten wir uns also eine Welt vorstellen, in der Kängurus keinen Schwanz haben. Und gucken, ob in dieser Welt es dann plausibel wäre, dass das Känguru umfällt. Und alles andere in der Welt müssen wir dann festhalten. Und das führt zu gedanklichen Problemen, denn der Känguru-Schwanz ist ja evolutiv entstanden. Und also ganz doof gesagt, könnte man sagen, wenn das Känguru keinen Schwanz hätte, hätte es eben drei Beine. Ja, und würde mit trotzdem nicht umfallen. Oder drei Beine zusätzlich zu den beiden Vorderbeinen. Oder es hätte keinen Schwanz, aber ein was auch immer Auswuchs oder so, das ihn trotzdem aufrecht halten würde. Denn die Evolution hätte schon dafür gesorgt, sonst gäbe es halt gar keine Kängurus. Also diese Closest World Konzept, also eine Welt sich zu überlegen, wo die verursachende Variable verändert ist, alle anderen Variablen aber gleich sind, ist schon gedanklich nicht ganz einfach. Und das dann experimentell herzustellen, kann noch schwieriger sein. Und ich hatte schon gesagt, der beste Umgang damit ist, das ordentlich zu definieren, was man meint. Meine ich jetzt, dass das Känguru keinen Schwanz hat, oder meine ich, dass das Känguru hinter den Beinen keinen weiteren Auswuchs hat? Oder meine ich, dass das Känguru in diesem Moment den Schwanz verlieren würde? Also alle Kängurus dieser Welt in diesem Moment hätten keinen Schwanz mehr. Dann würden sie jetzt umkippen. Ja? Das wäre eine vernünftige Kausalität. Das würde das Paradoxon oder diese Problematik, dass die Evolution ja eine Alternative gesucht hätte, ausweichen, wenn ich sagen würde, lass uns doch mal vorstellen, es passiert ab jetzt. Bei unserem, in der Psychologie ist ein ganz häufiger Diskussionspunkt, ob Geschlecht irgendetwas verursachen kann. Ja, Geschlecht ist so eine typische Sache, die ich experimentell schwer unter Kontrolle habe. Ich kann ja schlecht jemanden nehmen und mal kurzfristig von Mann in Frau verwandeln, um zu gucken, ob er sich dann irgendwie anders verhält, er oder sie. Ist es trotzdem möglich, dass Geschlecht etwas verursacht? Die Antwort ist sicherlich ja. Wir müssen nur ganz klar feststellen, was wir mit dem Geschlecht meinen. Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Also wir könnten zum Beispiel sagen, ist das der Östrogenlevel im Blut? Also wie viel Östrogen jemand im Blut hat. Das kann ich experimentell verändern. Ich kann auch einem Mann Östrogen spritzen. Also ob das ethisch ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber angenommen, ich habe einen Konsens dazu und wir sind uns alle einig, dass das eine gute Idee ist, dann kann ich das machen, dann kann ich das experimentell verändern. Ob ich dann das Geschlecht verändert habe, ist eine Definitionssache. Ja, manche würden vielleicht sagen, oh, dann ist das Geschlecht immer noch dasselbe, es ist immer noch ein Mann, nur halt mit viel Östrogen. Ist auch in Ordnung, völlig akzeptable Definition, aber ich kann ja sagen, ich definiere das Östrogengeschlecht als den Level an Östrogen im Blut und den kann ich offenbar manipulieren und dann habe ich eine kausale Verursachung und das kann durchaus relevant sein, praktisch. Zweite Sache, ich könnte einfach die Chromosomen austauschen. Ja? Das ist das klassische biologische Merkmal von Geschlecht, ob das nun XX oder XY ist. Und drittens könnt ihr auch einfach nur die äußere Erscheinungsform einem anderen Geschlecht anpassen. Das ist für viele Experimente ja völlig ausreichend. Es gibt zum Beispiel Experimente, wie sich Leute verhalten, wenn sie alt sind. Das kann man erzeugen, indem man Leute in einen Anzug steckt, der sie auf eine Weise behindert, wie alte Leute durch Gicht oder Verkalkungen in den Gelenken oder anderen Verkalkungen in den Gelenken behindert sind. Und auf diese Weise kann man dann eine bestimmte äußere Erscheinungsform auf ein anderes Geschlecht umwandeln. Das absolut super coolste Beispiel dafür, dass man auch das Geschlecht experimentell manipulieren kann, hat Stephen Booker aufgestellt. Und jetzt in der Live-Vorlesung zeige ich diesen Clip jedes Mal. An dieser Stelle kann ich natürlich nur verlinken. Also hier ist der Link zu einem anderen YouTube-Video, wo ganz schnell vorgestellt wird, wie Stephen Booker es schafft,
das Geschlecht zu manipulieren. Und Empfehlung ist, wechseln Sie mal ganz kurz auf diesen Link, gucken sich das an, das ist hoch beeindruckend und dann kommen Sie hierher zurück. Also, was Stephen Booker an dieser Stelle macht, ist äußerst faszinierend. Er nimmt also das Gesicht von einer Person, nimmt es mit einer Kamera auf, trackt die Punkte auf dem Gesicht und legt dann eine andere Maske darüber. Zwei Personen, die in einem Videochat auf diese Weise miteinander verbunden sind, glauben also eine Person zu sehen, die ich aber beliebig durch eine Maske austauschen kann. Also ich ändere das äußere Appearance. In diesem Fall auf technische Art und Weise, so dass der andere es nicht merkt. Stephen Booker und Tim Brick, die dieses Experiment durchgeführt haben, mit vielen anderen auch noch, muss ich jetzt mal sagen, die haben das getestet, die haben ihre Probanden danach gefragt, ob sie festgestellt haben, dass die Probanden ausgetauscht wurden. Und das ist so gut wie nie der Fall. Oder beziehungsweise nicht, dass die Probanden ausgetauscht wurden, sondern die Gesprächspartner blieben ja erhalten. Die Probanden hatten das Gefühl, sie sprechen zu jemand anderem, aber tatsächlich haben sie mit derselben Person gesprochen. Und nur daran, ob die Person aussah wie ein Mann oder aussah wie eine Frau, konnte man dann schon Unterschiede in dem Verhalten der Person erkennen. Es ist also durchaus möglich, Geschlecht experimentell zu kontrollieren, wenn wir eine ordentliche Definition von Geschlecht machen. Und das ist natürlich nicht notwendigerweise immer dieselbe, je nachdem, in welchem Kontext ich experimentiere und auf welche Weise mich die Ergebnisse interessieren, manipuliere ich einen anderen Aspekt vom Geschlecht. Gerade bei Geschlecht ist es so, dass wir auf diese Definition so eingeschossen sind und so sicher wissen, was mit Geschlecht gemeint ist, dass wir manchmal nicht ordentlich überlegen, was welche Definition wir jetzt eigentlich zugrunde legen. Und dann entstehen solche Missverständnisse, dass Geschlecht nichts verursachen kann. Das ist aber falsch. Geschlecht kann durchaus etwas verursachen, solange wir darüber im Klaren sind, was wir mit dem Geschlecht meinen. Und dann gehen auch quasi jede Definition ist rein theoretisch auch austauschbar. Okay. Es gibt eine Möglichkeit, der Kausalität wenigstens nahe zu kommen, wenn ich kein Experiment habe. Und das ist Granger Causality. Die Definition von Granger Causality ist viel schwächer als die von Kausalität. Also es geht um zwei Zeitserien, zufällige Zeitreihen. Und was wir angucken, ist die Veränderung in der Zeitreihe. Wir sagen also, können die Veränderungen in einer Zeitreihe durch den Wert in der anderen Zeitreihe vorhergesagt werden? Wenn das der Fall ist, dann sagen wir, eins verursacht das andere über Granger Causality. Und Granger Causality ist auch einer Studie zugänglich, weil sie auch in einer Studie untersuchen können, ob sich ein Wert über die Zeit ändert, wenn sich der andere Wert ändert. Granger Causality verlangt aber nicht, dass es nicht eine gemeinsame Ursache gibt oder dass die Ursachenrichtung in die andere Richtung geht. Ja, das also zum Beispiel unser Beispiel vorher mit der Depressionstherapie. Da wäre es dann eben so, dass die Therapie per Granger Causality eine Verbesserung der Symptome hervorruft, wenn ich feststelle, dass ich durch die Therapie eine Veränderung in den Symptomen vorhersagen kann. Das könnte aber sein, dass es von anderen Sachen gemeinsam verursacht wird. Also zum Beispiel, wenn ein Feuer dazu verursacht, dass die Leute aus dem Gebäude rennen und danach klappt das Gebäude in sich zusammen, dann ist es natürlich das Feuer, das den Kollaps des Gebäudes verursacht hat. Aber aus rein definitorischer Sicht besteht eine Granger-Causality zwischen den laufenden Leuten und dem Kollabieren des Gebäudes. Also aus Grangers Sicht haben die Leute das Einstürzen des Gebäudes verursacht. Ja, denn das Tatsache, dass mehr Leute rauslaufen, verändert die Kollapswahrscheinlichkeit des Gebäudes oder beziehungsweise den Prozess des Kollaps. Und sagt ihn vorher. Nicht verändert, sondern sagt ihn vorher. Das reicht für Granger Causality. Und wenn ein Geschwindigkeitsmesser anzeigt, dass wir beschleunigen oder ein Beschleunigungsmesser anzeigt, dass wir beschleunigen, und dadurch tatsächlich sich die Geschwindigkeit ändert, dann ist es in der Tat so, dass der Beschleunigungsmesser durch Granger Causality die Geschwindigkeit ursächlich verändert hat, was natürlich nicht richtig ist. Was tatsächlich die Geschwindigkeit verändert hat, ist, dass ich aufs Gaspedal getreten bin. Und das hat auch dazu gesorgt, dass der Accelerometer was anderes angezeigt hat. Aber trotzdem ist der Accelerometer per Definition, also per Bauweise,
eine Vorhersage der Änderung in der Geschwindigkeit und damit eine Sigranger-Causality erfüllt. Granger-Causality ist also ein deutlich schwächeres Konzept aus Kausalität, dafür aber auch per Studie zugänglich. Und oft reicht es uns, wenn etwas Granger-kausal zusammenhängt, um sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen oder um unser Verhalten dann so anzupassen, dass wir damit gut klarkommen. Okay, das machen wir im nächsten Video.